Hallo liebe Rammstadt TV-Fans, endlich ist es soweit, die große Sommer-Holiday-Tour Rückschau beginnt. Doch den Anfang macht unser Bürgermeister Ralf Hechler mit dem Sommerinterview im Azur-Freizeitbad. Ja, ich habe 3 Wochen Urlaub und war davon 9 Tage weg. Ich war in der Nordsee, war auf der Insel Wangerooge, war kein Auto, das Handy ging nicht, es war sehr ruhig. Wir haben uns richtig gut erholt, das Wetter war auch in Ordnung. Es war richtig schön, hab Fisch gegessen, bin aber wieder froh, auch wieder zurück in Rammstein zu sein. Ja, ich habe viel um die Ohren, ich mein, das ist, denke ich, ja auch bekannt und es ist sehr umfangreich. Für Stadt- und Verbandsgemeinde bin ich unterwegs und habe, wie gesagt, sehr viel um die Ohren. Die Sitzungswochen gehen jetzt los, wir bereiten jetzt die Rechnungsabschlüsse vor, es geht schon wieder an die neuen Haushalte 2017. Die ersten Sitzungen stehen an und jetzt geht's wieder rund. Sommerpause ist vorbei. Ferienprogramm ist natürlich bei uns was Besonderes. Wir haben ja 3 Wochen volles Ferienprogramm im Mehrgenerationenhaus. Es war richtig super, es waren 3 schöne Wochen mit über 40 Kindern in Vollzeit, von montags bis freitags. Aber auch eigentlich jeden Tag mehrere Angebote von unseren Vereinen aus der ganzen Verbandsgemeinde. Viel Ehrenamt oder ausschließlich Ehrenamt, das sucht seinesgleichen. Und ich denke, jeder der oder jedes Kind, das mitgemacht hat, hat natürlich richtige Auswahl gehabt, unterschiedliche Sache. Und es gab natürlich auch immer die begehrte Azur-Freikarte. Insgesamt haben wir im Schnitt zwischen 190 und 200.000 Badegäste im Jahr. Das heißt also, das sind nicht 200.000 verschiedene Leute, sondern Badebesuche mit Sauna nochmal rund 10.000, die im Jahr kommen. Und das zeigt eigentlich schon, die Zahl zeigt eigentlich schon, wie wichtig das Bad ist. Die Leute kommen gerne hierher. Es ist das einzige Kombibad im ganzen Landkreis Kaiserslautern. Das heißt, im Winter sind wir die Einzigen, die da sind. Dann müsste man schon nach Gusel oder nach Pirmasens oder nach Kaiserslautern fahren. Da sind wir schon stolz drauf. Gut, ich habe es ja gesagt, es ist ein Kombibad, wir haben Hallenbetrieb, Ganzjahr und den haben wir auch im Sommer auf. Auch bei schlechtem Wetter kann man hier schwimmen gehen, das ist bei den Freibädern nicht der Fall. Das zeigt eigentlich schon klar, dass wir mehr Personal haben als andere. Wir haben eine doppelte Infrastruktur, wir haben rund 2000 Quadratmeter Wasserfläche, davon sind 600 in der Halle und 1400 außen. Wir haben alles doppelt, alle Toilettenanlagen sind doppelt, alle Duschen sind doppelt, Umkleiden sind doppelt. Die müssen in Schuss gehalten werden. Insgesamt kostet das Bad im Jahr 1,7 Millionen. An allem, was an Personalkosten, an Reinigungs-, Wartungskosten, alles, was der Betrieb braucht. Und insgesamt nehmen wir an Eintrittsgeldern rund 1,1 Millionen ein. Und die Verbandsgemeinde, die trägt das Bad alleine, zahlt dann quasi den Rest als Zuschussbetrieb drauf. Das heißt, wir müssen einen gewissen Preis kalkulieren und das ist es, denke ich, auch wert. Und wenn man aber clever seine Karten kauft, entweder als Familie, es gibt hier als einziges Bad den Familienrabatt mit 15% aufs Tagesticket, Gruppenrabatte oder den 30er-Rabatt für 30er-Karte, und dann kann man 30 Mal schwimmen gehen, egal bei welchem Wetter, über 3 Jahre weg, dann spart man 27% sind es ziemlich genau, und dann ist es gar nicht so teuer im Vergleich. Das Jugendbüro ist nicht mehr wegzudenken. Das ist ein Segen für uns, die Arbeit, die dort koordiniert wird. Und nicht nur für die Jugendlichen und Heranwachsenden, sondern für die ganzen Familien. Durch den großen Zuzug jetzt über diese Flüchtlingswelle auch. Ist ins Bindeglied. Wir machen Hausbesuche, wir besuchen alle Neuankömmlinge über das Jugendbüro. Es haben sehr viele junge Menschen auch die Chance, über ein freiwilliges soziales Jahr oder einen europäischen oder Bundesfreiwilligendienst mal in soziale Arbeit reinzuschnuppern. Das sind übers Jahr etliche, die dann auch die Sozialarbeit in den Schulen, in der Grundschule, weiterführende Schule mit koordiniert. Und Volker Hammel und sein ganzes Team, wenn ich ihn jetzt mal rausnehmen will, die machen hier eine geniale Arbeit. Seit über 10 Jahren gibt es ja schon in Rammstein, vorher ging es an Hütchenhausen mal los. Und die Verbandsgemeinde ist wirklich, kann man sagen, stolz, so etwas zu haben. Es ist einmalig. Wir haben mehrere Preise abgeräumt, wir haben den Brückenpreis bekommen, wir haben den Integrationspreis des Landes schon bekommen. Und ich glaube, dass es nicht der letzte ist. Wir haben ein Zeichen gesetzt hier in der Verbandsgemeinde. Und deshalb leben wir, denke ich, auch so friedlich und gut miteinander. Das Jugendbüro hat einen ganz, ganz großen Anteil dran. Also ich
glaube, die Kinder freuen sich auf die Schule oder auch nicht, aber die Eltern freuen sich, dass die Schule wieder losgeht. Die Lehrer sind auch schon ganz heiß. Ich hoffe, dass nicht jeder neu angelernt werden muss nach 6 Wochen Pause. Ich denke, dass es ganz gut ist. Was ich mir wünsche, ist, dass an den ersten Schultagen, am Montag, aber auch wenn die Erstklässler in die Schule gehen, am Dienstag, die Leute ein bisschen mehr Rücksicht nehmen im Straßenverkehr. Es sind viele neue unterwegs. Und von den Eltern würde ich mir wünschen, ein bisschen mehr Rücksicht zu nehmen, wenn sie ihre Kinder in die Schule bringen, sie vielleicht doch mal ein paar Meter laufen zu lassen und nicht alle wie McDrive in die Schule reinfahren zu wollen. Das ist nämlich auch für andere gefährlich, die hier herumlaufen. Und das ist das eine. Ansonsten hoffe ich, dass sich jeder im Urlaub erholt hat, ausreichend erholt hat und dass man wieder frisch dran gehen kann, die zweite Jahreshälfte. Ja, und natürlich wünsche ich mir oder uns, dass es im zweiten Halbjahr genauso gut weiterläuft in der ganzen Verbandsgemeinde. Wir haben sehr gut zusammengearbeitet bislang. Es ist sehr erfolgreich gelaufen, was wir bis jetzt angepackt haben. Wir haben noch einige Dinge auf der Brust. Es gibt jetzt noch ein paar Kerbe und ein paar Festivitäten an den Wochenenden. Die Leute sollen die Wochenenden auch intensiv nutzen und wünsche natürlich alle, dass ich gesund bleibe und dass wir schon in 6 Wochen, das 8 Wochen sind schon wieder Herbstferie. Dann haben wir schon wieder die Gelegenheit, wieder so ein kleines Ferienprogramm zu starten. Also wünsche allen eine gute Zeit und wie gesagt, hoffentlich erholt, wieder richtig Strand nutzen zu können. Ebenfalls zum Sommerinterview habe ich Markus Klein eingeladen. Dies und vieles mehr bekommt ihr im nächsten Beitrag zu sehen.